Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Spoiler The Beginning aus dem Zacatrus und Brain Picnic Verlag. Das Ganze ist ein Spiel für 3 bis 6 Spieler ab 12 Jahren mit einer Dauer von ca. 20 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Spoiler The Beginning. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt: eine kleine Anleitung, einen Stift, dann gibt es hier ein paar Extrakarten, es gibt hier einen kleinen Block und dann haben wir hier einfach einen Haufen Karten mit imaginären Filmtiteln und entsprechenden Fragen dazu. Ja, das ist auch schon der komplette Inhalt dieser Spieleschachtel und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Spielaufbau geht ganz einfach. Ihr nehmt den Block, wenn ihr wollt. Da könnt ihr euch Punkte notieren, schreibt den Namen der Spieler hier oben rein und legt das mal irgendwo seitlich hin. Die Extrakarten, die legt ihr mal mit der weißen Seite nach oben auch irgendwo auf den Tisch. Und dann nehmt ihr diese Spoilerkarten. Das sind eben imaginäre Filme und entsprechende Fragen zu den Filmen. Auf jeder Karte sind dann immer 3 Fragenkomplexe mit jeweils 3 Antworten drauf. Und um die geht es. Und da gibt ihr jedem Spieler einfach nur eine einzige Karte. Ich mache das Ganze mal an einem Beispiel von The Karate Dog. Die restlichen Karten legt man dann aus dem Spiel, denn jeder Spieler braucht nur eine dieser Karten, um ein komplettes Spiel zu spielen. Wenn diese 3 Runden durch sind, also mit diesen 3 Fragekomplexen, ist das Spiel ja auch schon wieder vorbei. Gut, damit ist der Aufbau erledigt. Wie gesagt, jeder kriegt eine von diesen Spoilerkarten und dann kann es auch schon losgehen. Spoiler The Beginning geht folgendermaßen. Ist wirklich ein total simples Spiel, eigentlich als Einstieg oder als Absacker. Und ja, man braucht halt eine Spielegruppe, die auf so einen Blödsinn einfach mal Lust hat. Und wir schauen uns jetzt mal die eine Karte hier an, The Karate Dog aus dem Jahr 2005, eine Actionkomödie. Und ja, es geht um Folgendes. Auf den Karten sind 3 verschiedene Fragenkomplexe mit jeweils 3 Antworten. Hat man alle 3 Fragen durch mit jeweils 3 Antworten, ist das Spiel vorbei und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Wie kriegt man Punkte? Das geht ganz einfach. Ein Spieler macht den Startspieler und der liest jetzt einfach mal die Frage vor und die 3 möglichen Antworten. Und zu den 3 möglichen Antworten darf der Vorleser selber sagen, welche Antwort 1, 2 oder 3 Punkte wert ist. Heißt, ich lese es mal vor. Welches Geheimnis versucht Cho-Cho, der Karatehund, aufzudecken? A. Wer sein Herrchen umgebracht hat. B. Wer die Hunde in der ganzen Stadt vergiftet. C. Wem der Ring gehört, den er in seinem Essen gefunden hat. Jetzt gibt es immer eine Antwort, die ist schwarz markiert. Das ist die richtige Antwort. Aber ich als Vorleser vergebe es einfach entsprechend Punkte. Ich kann also sagen, A ist 2 Punkte, B ist 1 Punkt und C ist 3 Punkte. Also ich muss irgendwo 1, 2 und 3 Punkte vergeben. Jetzt fragt sich jeder, na toll, dann vergebe ich doch bloß für die richtige Antwort einfach einen Punkt und fertig ist das Ganze. Nicht schlau, denn ich als Erzähler kriege Punkte entsprechend den falschen Antworten. Also, wenn ich jetzt sage, ich gebe C 3 Punkte, C ist in dem Fall falsch, also A wäre richtig, ich suche, wer sein Herrchen umgebracht hat. Wenn ich also sage, A ist 1 Punkt wert, B 2, C 3, sage ich mal. Und jetzt würden alle sagen, okay, dann ist bestimmt das A richtig, weil dem hast du nur 1 Punkt gegeben. Dann ist das natürlich logisch, bringt mir jetzt aber als Erzähler überhaupt keine Punkte. Also ziemlicher Blödsinn. Alle anderen Spieler kriegen 1 Punkt und ich krieg nichts. Das will ich ja nicht, sondern ich will ja auch Punkte haben. Und ich krieg Punkte entsprechend der falsch geratenen Sachen. Deswegen macht es keinen Sinn, immer der richtigen Antwort die 1 zu geben, weil dann werde ich nie Punkte kriegen. Also, ich sage zum Beispiel, A ist 2, B ist 3 und C ist 1. So, jetzt können Sie alle überlegen, was könnte es denn sein und geben entsprechend Ihre Tipps dann ab. Dann sage ich, okay, richtig war das und das und entsprechend kriegen alle Spieler, die das geraten haben, die Punkte. Das heißt, alle Spieler, die dann A getippt haben, kriegen 2 Punkte und alle, die nicht A getippt haben, dafür kriege ich immer einen Punkt als Erzähler, da ich die Spieler in die Irre getrieben habe. Und so kriegt auch eben der Vorleser immer einen Punkt für jede falsche Antwort. Und dann gibt es noch eine zweite Sache
Und das ist, wenn ich der richtigen Antwort die 3 Punkte gebe, kriege ich 2 extra Punkte. Das heißt, ich kriege für jede falsche Antwort einen Punkt und ich kriege auf jeden Fall 2 extra Punkte und dafür nehme ich mir eben das hier und lege das zu mir hin. Das Ganze kann ich 2-mal in diesen 3 Runden machen, denn mehr wie 4 Punkte extra darf ich hierdurch nicht machen. Ja, und wenn jetzt eben die erste Frage durch ist, dann geht der nächste Spieler mit der ersten Frage, dann kommt der nächste Spieler mit der ersten Frage und dann geht's mit der zweiten Frage wieder beim Startspieler los und wieder Reihe um und dann eben die dritte Frage. Also insgesamt werden 3 Runden gespielt mit jeweils einer Frage, die jeder Spieler von seiner Karte runterliest und entsprechend die Punkte hier angibt. Und wer eben richtig rät, der kriegt die entsprechenden Punkte, die angegeben waren. Wer falsch rät, kriegt nichts, dafür kriegt aber der Erzähler dann die Punkte. Nimmt der Erzähler die richtige Antwort für 3 Punkte her, dann kriege ich 2 extra Punkte und die anderen Spieler freuen sich auch, wenn sie das richtig raten. Am Ende der 3 Runden zählt jeder Spieler einfach seine erspielten Punkte zusammen plus die extra Punkte und der Spieler mit den meisten Punkten hat das Spiel dann auch in Gänze gewonnen. Ihr seht schon, es ist ein sehr, sehr einfaches Spiel, auf das man sich einlassen muss, wenn man so etwas mag. Kostet ja nicht viel das ganze Ding. Hat lustige Geschichten auf diesen ganzen Karten drauf. Sind alles fiktive Filme, die es, glaube ich, nicht wirklich gibt. Ist eine kleine Schachtel für einen Urlaub, also wie gesagt, wer mal Lust hat auf so eine Runde, der kann sich das Spiel ja mal näher anschauen. Das war sie, meine Spielevorstellung von Spoiler The Beginning. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns in einem nächsten Brettspielvideo wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's das gut. Euer Michael.